Hallo ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder und zwar diesmal mit einem ganz anderen Video und zwar, ich hatte ja schon erzählt, ich war im Urlaub an der Nordsee in Tossens, genau, im Centerpark und da hatten sie einen so einen schönen Laden, da habe ich mir dieses schöne Schmuckstück mitgenommen und zwar soll das sein, oh verkehrt rum, es hat gekostet 6,99 in diesem Markt. Das war so ein etwas größerer Souvenirshop, würde ich sagen. Und zwar ist das eine Muschel, die man aufmachen kann mit einer Perle drin und dann als Kette machen kann. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Ich habe da schon mal ein bisschen reingeguckt. Ich finde es, muss ich ehrlich sagen, ekelig. Die riecht bestimmt fischig. Und anfassen, ich weiß nicht, ich bin noch am überlegen, ob ich mir Handschuhe anziehen soll oder so. Ich fände es gerade ziemlich widerlich. Ich habe auch zur Unterstützung meinen Mann, falls ich das zu eklig finde, dann muss er das machen. Genau. Und ja, so sieht das Ganze aus. Da steht drauf, ein Wunsch wartet darauf, wahr zu werden. Jede Perle sollte in der Muschel bleiben, bis sie die eine ganz bestimmte Person sie öffnet. Nur dann zeigt sie ihre einzigartige Schönheit. Es gibt verschiedene Perlen, also Farben der Perle. So, und da steht dann, wie man die Dose öffnet, dass man sich was wünscht. Dann kann man das rausnehmen, zusammenstecken. Ja. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Wie gesagt, ich denke, es wird nach Fisch riechen. Ich mal gucken, ob es Hot oder Flop ist. Top oder Flop? Mal gucken. Also hier haben wir als erstes schon mal die, ich lege das mal beiseite, die Kette. Ja, mit, ich habe mir so einen Anhänger mit einer Schildkröte ausgesucht. Gab es auch noch ein Herz und ich weiß gar nicht, was noch, so runde, also verschiedene Formen, so 3, 4 verschiedene hatten sie da. Ich habe mir jetzt die ausgesucht und ja, lege das mal wieder beiseite. Hier haben wir dann dieses schicke Muschelteil in so einer Dose. Und ja, ich weiß auch nicht, ich versuche das jetzt einfach mal aufzumachen. Hier ist noch so ein Spachtel, um hinterher die Muschel auseinander zu prökeln oder so. Hier werde ich das Wasser reinschütten. Ich bin gespannt, aber irgendwie traue ich mich auch nicht. Durch die Kamera ist das alles nicht so einfach. Riecht man schon was? Gleich, ich befürchte ja, ich schneide mir gleich noch entweder die Finger auf oder reiß mir den Fingernagel ab oder so. So, schaut euch das an. Wartet mal. Oh nee, es riecht nach gar nichts. Also eher wie Konservierung irgendwie, irgendeine Konservierung. Also da schütte ich jetzt mal das Wasser rein und die Muschel, ich mag sie gar nicht anfassen. Ist viel zu groß, sie kommt da nicht raus, sie will nicht. Ja, tolle Wurst. Aua! Nee, ist gar nicht glitschig. Fühlt sich überhaupt nicht glitschig an, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man die aufkriegen soll. Aua, ist ganz schön scharfkantig. Dann kommt auch noch dazu, dass ich das nicht sehen kann. Ja, das geht so schwer. Einen Moment, ich drücke mal auf Pause und wenn ich weiter bin, mache ich gleich wieder an. Also ein kleiner Zwischenstand. Wir sind immer noch dabei. Nun versucht es mal mein Mann. Also man kriegt es wirklich nur mit brachialer Gewalt rein und eines Messers. Also es ist wirklich super schwer zu öffnen. Es steckt fest. Darf ich mal? Ja, super. Nun steckt es fest. Da ist der Kater. Hallo Kater, sag mal was. Ja, er riecht das wohl und der ist auch ganz interessiert eigentlich. Aber, hey, ja. Ja, der Kater findet es interessant, ne, mein Schatzi? Also, wie gesagt, noch einmal Pause und gleich bin ich zurück. Boah, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ein Stück ist rausgebrochen und da ist echt irgendwas Glitschiges drin. Also, ich meine, es ist ja bis jetzt, mein Fazit ist,
ganz witzig, aber es ist echt eklig und man muss sie kaputt brechen. Man kriegt das überhaupt nicht so auf. Und ich habe echt Angst, dass das Ding da drinnen noch lebt. Oh nein. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal hattet, ob ihr das kennt, sowas. Das würde mich ja jetzt wirklich mal interessieren. Also, kleiner Zwischenstand, gleich geht's weiter. Also Leute, mit brachialer Gewalt ist das auf. Und schaut euch das an. Also da liegt die Perle und Achtung, Achtung, ich hole mir ein Messer, weil das fasse ich nicht an. Definitiv nicht. Guckt euch das an hier. Ist das, obwohl das ist gar nicht schwabbelig, das ist fest. Aber, oh, ich bin gar nicht im Bild. Schön. Aber echt ekelig. Also da ist die Perle. Und ja. Boah. Ach, ja, schwierige Geburt. Ja, ich mache die jetzt mal auf. Hier meinen kleinen Anhänger. Und ja, gut. Da ist das nächste Problem. Das Ding geht auch nicht auf. Da, ja, ist die Perle. Das Ding. Jetzt habe ich es auf. So, und jetzt kann ich. Wo ist sie? Da. Boah, jetzt riecht es auch etwas unangenehm. Sie ist leicht rosa schimmernd. So finde ich es ganz witzig. Perle zu. Also zu meine ich. Und dann. Jo, liegt sie da drin. Boah, so langsam, die riecht aber jetzt sehr ekelig. Also Leute, das Innenleben riecht wirklich komisch. Erst dachte ich, es ist künstlich gezüchtet, ist es mit Sicherheit auch. Aber es ist tatsächlich irgendwie fischig, scheint das zu sein. Also es riecht wirklich nach Fisch. Ja, und da ist dann die Kette. Genau. Also mein Fazit ist, Kette ist schön, Anhänger ist schön. Das mit der Perle ist auch eine total tolle Idee in der Muschel, aber ob es eine echte Muschel sein muss, sei dahingestellt, weil es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das lebt hier oder was, ich habe keine Ahnung. Es sieht echt eklig aus. Echt eklig aus. Jetzt weiß ich auch, warum der Kater sich dafür so interessiert hat. Und ja, mein Fazit. Top oder Flop? Ja, ich weiß nicht, so mittelmäßig würde ich sagen, weil das ist toll, das ist ein bisschen Ekelkram. Wen das nicht stört, der kann dafür gerne 7 Euro ausgeben. Ich würde es auf jeden Fall verschenken. Warum nicht? Gefällt mir eigentlich ganz gut, bis auf den Matschkram. Ja, sagt mir doch, wie ihr das findet, ob ihr Erfahrungen damit schon habt, ob ihr das vielleicht schon kennt oder sowas Ähnliches. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bis dann. Tschüss.